McBride is walking down the aisle. Maggie Carpenter is walking down the aisle. Seems very confident in her approach. She's at the first pew. Bride seems to be a bit hesitant. She's turning and oh, she's running. Where is she going? So klingt das im Film Die Braut, die sich nicht traut. Da haut Maggie Carpenter, gespielt von Julia Roberts, direkt vorm Altar ab. Im Englischen heißt der Film Runaway Bride. Ganz ähnlich ist es jetzt bei der britischen Musikerin Niloufar Janja. Im Video zu ihrem neuen Song, da ist sie quasi die Braut, die vom Altar wegrennt. Der Titel des Songs, Like I Say, I Run away, sie hat's ja gesagt. Wovor sie wegrennt und ob's wirklich ums Heiraten geht, erfahrt ihr jetzt im Popfilter. Es ist Montag, der 29. April und ich bin Marie Einter. Hello! Ach ja, ne? Hochzeiten. Der schönste Tag des Lebens soll das sein. Für die schönste Braut und den schönsten Bräutigam auf der Welt. Allerdings ist nicht jede Hochzeit ein einziger Traum. Besonders, wenn eine Partei spontan das Handtuch wirft. In Hollywood-Filmen ist es ja oft die Braut, die dann in Tränen überströmt aus dem Raum stürzt. Ein bisschen anders ist es im Video von Niloufar Janja. Das hört man auch im Song. Wie ich sagte, ich laufe weg, singt sie da. Und das ziemlich entspannt. Wie entschlossen die britische Musikerin ist, wegzulaufen, das zeigt dann auch das Video selbst. In der Kirche, da trägt sie nämlich noch High Heels, aber kaum aus der Kirche raus, da sind die High Heels dann Sportschuhe. Und Niloufar Janja kann so richtig losrennen. Passend dazu gibt's dann auch ein bisschen mehr Drive im Song, hier mit den Gitarren. Zum Sound dieser 90s-Rock-Gitarren macht die Musikerin ganz schön Strecke, bis sie irgendwann in einem Wald landet. Aber wovor läuft sie eigentlich weg? Soweit man weiß, gibt's in echt keine geplatzte Hochzeit, die Niloufar Janja hier verarbeitet. Das ganze Hochzeitsthema, das scheint eher so eine große Metapher zu sein. Der Song, der handelt zwar auch von irgendeiner Liebe, aber das viel größere Thema, das ist Zeit. Niloufar, die sagt über die Single, es geht darum, wie man seine Zeit verbringt. Zeit ist eine Währung, du wirst sie niemals zurückbekommen. Das ist eine ziemlich überwältigende Erkenntnis. Recht hat sie. Und Talking of Zeit, davon braucht ihr auch noch ein bisschen mehr, wenn ihr auf mehr neue Sachen von Niloufar Janja hofft. Denn ein neues Album oder ähnliches, das ist noch nicht angekündigt. Aber da kommt sicher bald noch was. Also folgt doch so lange ihrem Rat und verbringt eure Zeit ganz bewusst. Und zwar mit ihrem neuen Song, unserem Song des Tages. Niloufar Janja mit Like I Say, I Run Away. Say, I run away. Some more precious time I can never lose. It's a state of mind. No, it's coming up. Like I say, she run away. Cause I won't cross this line. I could really lose you in time to time. No, it's coming through my speaker. Yeah, it's coming through my bedroom. Yeah.
Das ist Niloufar Janja mit ihrem neuen Song Like I Say, I Run Away, unser Song des Tages im Popfilter. Und wenn ihr jetzt eure Zeit richtig gut und richtig bewusst nutzen wollt und das am liebsten noch für Musik, ja dann folgt doch dem Popfilter einfach. Für wohlgenutzte 10 Minuten am Tag und um immer up to date mit den neuesten Erscheinungen zu bleiben. Ich empfehle es euch aufs Wärmste. Für heute war's das. Die Folge kam von Anton Bormester, Stanley Baldauf und von mir. Ich bin Maria Hinter und jetzt ist es Zeit, Tschüss zu sagen. Ganz bewusst in dem Sinne. Tschüss, bis bald.